Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Touring-Karte. Version 2.0. Nun haben wir einen Traktor gekauft. Den Gülle-Ausbringer und den Gülle-Fass hier. So. Jetzt bauen wir noch ein Gewicht. Ah, da liegt eins rum. Können wir gleich nehmen. Uns hätte noch eins gekauft. Es war blau, aber. Das brauchen wir bei der Stirn. Können wir bei Gelegenheit mal umlackieren lassen, ne? Über die Werkstatt am Hof. Erstmal ist dunkel, das ist sowieso nichts. Und zweitens. Wir haben mal eins. So. So, ich hoffe, der Ton passt. Ja. So, wir mal ein gutes Stück mal anhängen. Und verkoppeln alles zum Hof gefahren bekommen. Das Schöne ist hierbei, man könnte auch mit dem Gerät noch gruppern, ne? Deswegen ist ein guter Traktor von vornherein nicht schlecht. So, wir fahren jetzt mal zum Hof und bereiten mal das entsprechend vor, dass wir Feldnummer 12 können wir schon mal mit unseren Gärreste düngen. Dann brauchen wir keinen Dünger kaufen, beziehungsweise unseren wertvollen Dünger nicht verwenden, ne? Und wir haben ja genug Gärreste, ist ja nun mal da. Und das wäre mir ja blöd, wenn wir das verschenken würden, ne? Ups. So, machen wir die Innensicht. Ein bisschen besser aussieht. Ob der Ton passt. Und bei mir passt er schon. Ich hoffe bei euch auch. Irgendwie ganz so einfach. Wäre schön, wenn das so zu hören wäre, wie es bei euch da ankommen würde. Dann wäre es perfekt. Dann wäre das gut. Müsste gleich mal testen normalerweise. Ich denke mal, da fährt man eine gute Wahl. Auch für lange Strecken ist er gut geeignet. Dann werden wir gleich mal schauen. Oh, 90%. Ich habe mal kurz Nokel gemerkt hier. Also, wir sind hier, ich habe ein bisschen geragt. Ich muss mal wieder mal FPS hier anzeigen. Also, das ist schon heftig. Und doch wieder auf 2K zurückgehen, na gut. Aber will das schon, ne? Wenn man 4K hat, ne? Auch nutzen. Hauptsache hier bei OBS kommt nichts schlecht darüber, aus andere ist tragisch. So, dann nächste Frage ist hier, was wir denn machen mit der Aussaat. Also früher soll ja ein Ding sein, Sojamehl oder, Sojamehl sag ich schon, Soja oder entsprechend das andere Zeug. Sonnenblumen. Das heißt, wir müssen noch gruppern, ne? Also, dann werden wir noch einen Grupper kaufen müssen. Einen schönen, großen,
Grupper, der auch rüberziehen kann. Und die Original-Sämaschinen für Mais, Sonnenblumen, Soja nicht der Fall. Soja gibt es nur anders. Müsste man dann im Prinzip dann eine andere Sämaschine haben. Also mal schauen. So, den stellen wir jetzt mal in die Halle gleich. In die große Halle, sollte jetzt Platz sein, ne? Und dann fahren wir zum Händler und holen uns eine Gruppe. Den stellen wir gleich mal hier vorne in der ersten Reihe rein. Also ich habe nicht alle Geräte verkauft, alles was irgendwie so gehen wir in aller Ruhe ins Menü und dann schauen wir nach Gruppe. Auch Flüge werde ich jetzt als Flüge verwenden und diese Mods werde ich dann nicht verwenden. Also ob ich hier den nehme oder den, mal sehen, was ich Lust habe. Für die ganz großen Fälle lasse ich einen großen Flug und wenn ich jetzt viele Wendungen machen muss, eher einen kleineren. Aber wir suchen mal einen Gropper. Einen Gropper für Kreiselecken, Seetechnik. Tiefenlocker können wir auch sicherlich nehmen fürs Flügen. Gropper, also soll schon ein großer sein. Für Borsch zum Beispiel, 12 Meter glaube ich. 500 PS, dann haben wir nämlich gerade richtigen und einen hier mit 18 Meter auch 500 PS. Ja, da sind wir jetzt ein Mod. Ja, gut, könnte man auch nehmen. Ist aber jetzt ein Mod, ne? Also für einen Grubber Mod. Der hat jetzt eine Breite von 16 Meter. Der hat eine Breite von 15, von 10. Und der hat eine Breite von 18 Meter mit 15 km/h könnte er fahren, braucht aber 500 PS. Haben wir. Details. Sieht doch was aus, ne? Kaufen wir gleich. So, dann brauchen wir eine Sämaschine im Frühjahr gleich dazu. Und zwar für Einzelkorntechnik, für Sonnenblumen sind wir ganz vorsichtig. So, da gibt es ein bisschen Kuhn habe ich noch belassen. Wir haben jetzt theoretisch einmal den, wo man jetzt Mais, Sonnenblumen, Soja, Kartoffeln, gut, Baumwolle fällt hier flach. Wieso kann der auch Getreide und anpflanzen? Der kann. Warum kann der auch Getreide? Aber der gruppert nicht, ne? Saatgut und Dünger. Das wäre gar nicht mehr verkehrt, weil dann hätten wir das gleich erledigt, ne? Breite von. Arbeitsbreite von 18 Meter. Jo, nehmen wir mal. Wir haben große Felder, ne? Anhänger, Treibpunkt, Anhänger. Ja, jetzt ist er gut. Ich glaube, unser, der braucht 280 PS. Sollte an sich kein Problem sein. Wir kaufen den mal gleich, ne? Wenn wir auch den mit Getreide machen können, zwar keine Gruppe zwar nicht für euer, aber mal sehen. Gut, dann werden wir das mal gleich holen. Im nächsten Schritt werden wir gleich näher die Erntemaschinen kaufen. So. Ja, das wollte ich abhängen, ne?
Ja, das ist so. Ja, ungünstig gelaufen. Das wird nur schwierig. Abgenommen habe ich was hier, aber nur den, das Teil für Gülle. Das ist ja mal wieder ganz richtig gut gemacht. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, noch hinkriegen. Ist nicht ganz so einfach, obwohl normalerweise das sollte hier funktionieren. Er hat ja keine Deichsel, die sich vorne bewegt. Von daher ist es relativ leicht, in Anführungszeichen. Ne? Relativ ist mal relativ. Aber es ist eher machbar wie mit einem Gerät mit Deichsel. Also mit Deichsel, die würde nach 1-2 Meter entsprechend wegschlagen und nicht funktionieren. Beziehungsweise man wird sich dann graue Haare bekommen. Oder? Habe ich graue Haare? Nö. Ich wollte nämlich ohne Anhänger losfahren. Feldarbeiten wollte ich machen, wenn es hell ist. Wie gesagt, die Aussaat im Frühjahr und das Kuppeln können wir jetzt schon erledigen. Auch vorher wollte ich düngen. So, jetzt können wir mal ganz kurz mit G auf Traktor gehen und auf das Start hängen. So soll das sein. Und hier haben wir auch ein grünes Gewicht. Wenn wir Schaum Licht haben, müssen wir da entsprechend. Ja, ups, umbauen. Ja, mit Mikrofon ist es nicht perfekt. Ich habe nämlich auch umgebaut von hinter mir zu vor meiner Nase. Weil ich festgestellt habe, dass ich Stimme leicht zu leise war, sobald ich nach vorne geschaut habe. Kriege ich alles mit. Auch wenn es keiner kommentiert hat. Hat es keiner mitbekommen. Sehr zufriedene Zuschauer teilweise. Also ihr dürft schon was reinschreiben, wenn was nicht stimmt. Ne? Also das dürft ihr machen. Erinnerung ist immer gut, denn es soll ja von Mal zu Mal besser werden. Wir fahren auch noch in, das sieht besser aus und ist auch ein bisschen mehr zu sehen. So, wir geben jetzt Gas Richtung Händler. Der Händler arbeitet sogar bis spät in der Nacht rein, wenn ich das möchte. So, Gas geben, Junge, Gas. So, wir erstmal den Grupper und dann den Seemaschinen. Dann haben wir auch die Vorgabe geschafft. So geben wir auch die Zeit drauf. Es kommt ja jetzt eh der Herbst. Ne? Also der Herbst, Quatsch, der Winter. Da sind die Feldarbeiten so. Da liegt noch, steht noch so, ja. Da bin ich gespannt. Aber unsere Felder sind abgeerntet. Das ist gut. Das andere wird mir jetzt egal sein. Ich mache auch keine Mission jetzt. Das bringt nichts. Ich bin noch nicht fest. So, Düngemission mit Gülle, ja, kann man machen. Mit Gärreste, mit Gülle nicht. Gülle kaum verkaufen mit dem BGH. Ich habe jetzt kein Geld dazu genommen, wird gescheatet, sondern alles nur das Geld, was für den Verkauf gekommen ist. Und wir sind schuldenfrei. Also, wir könnten rein theoretisch im Frühjahr, wenn die Mittel das zulassen, noch ein Feld kaufen. Dank der ist verkaufte Ernte, dank der verkauften Geräte, die wir hatten. Ich muss nur mal sehen, dass wir jetzt Gerätschaften kaufen, die ja. John Deere wollte ich mir kaufen. Wir haben auch und ein K2, ein Holland. Die drei müssten reichen normalerweise. Geht's hier rüber? Ne, noch ein weiter. Hier ist nur eine Markierung vorne in der Straße. Passt schon alles. Die Bude wird hier warm hier wieder, merke ich schon wieder.
Bin ja begeistert hier von der Hitze. Das soll nun ein Sommer werden. So, schauen wir mal. Dann nehmen wir erst den gelben Grupper. So. Auf geht's! Ein bisschen eng hier. So, auf geht's! Ja, genau. So, liebe Schauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen noch einen Rest schönen Samstag. Dann sage ich immer Tschüss und Winke Winke. Ja, morgen geht's weiter am Sonntag. Tschüss.